So, da sind wir mal wieder mit einer neuen Folge Tribes. Ich spiele einfach nochmal eine weitere Runde Team Deathmatch wie letztes Mal. 10 seconds until deployment. Einfach um mich ein bisschen einzuspielen. Ich nehme die Videos natürlich am Stück auf und als nächstes werde ich dann mal einen der anderen Modi versuchen. Das mit Tribes ist jetzt erstmal quasi eine Ausnahme. In Zukunft werde ich mich wohl dann doch mit RPGs hauptsächlich beschäftigen, beziehungsweise mit alten SNES-Games. First Blood. Und dann auch noch ein Kill im Flug. Das ist. Ja. Tada. Was ich sagen wollte, ich werde mich hauptsächlich mit Retro-Let's Plays beschäftigen, denke ich, weil ich ein Super Nintendo hier stehen habe und das bis heute immer noch meine Lieblingskonsole ist. Allerdings bin ich im Moment noch ein bisschen am Tüfteln, dass ich den an meinen PC anschließen kann zur Aufnahme, weil ich finde Aufnahmen mit dem Emulator einfach nicht so schön wie mit der richtigen Konsole. Fehlt mir einfach das Feeling von dem Controller. Und es ist auch immer wieder klasse, einfach die Konsole einzuschalten, zweimal auf den Reset-Knopf zu hämmern und zu warten, ob es angeht und wenn nicht einmal in die Kassette zu pusten. Der ein oder andere kennt das vielleicht noch, aber dazu dann bei gegebener Zeit mehr. So, ja, ich bekleckere mich hier gerade nicht so mit Ruhm. Ob wir jetzt ein bisschen besser vorwärts kommen hier. Zack. Ui. Wo ist er denn? Ah, da. Tschüss. Ja, unser Team hat gerade die Flagge. Das ist natürlich sehr angenehm. Hey, der hält sich aber tapfer. Tschüss. 5 Kills. Nett. Das läuft doch schon mal deutlich schöner als letzte Runde. Ah, ich habe einen Verfolger. Hab ich den erwischt. Zack und weg. Killing Spree. Also 5 Kills ohne zu sterben. Das ist doch schon mal wieder richtig schön. Ach, es läuft entspannt. Im Flug. Traumhaft. Dann werde ich mich mal Richtung Flankenträger bewegen. Oh, er ist tot. Schlupf. Über den Hügel. Schlafmütze. Solche Kills sind fies. Ich weiß nicht, was gerade sein Problem war. Vielleicht ist ja seine Internetverbindung abgekackt, aber. Das Glück ist mit den Doofen, würde ich meinen. Ich bin tatsächlich von einer Granate erwischt worden. Ja, ich habe bis heute wenig Kills mit den Granaten hingekriegt. Ich finde das so schwer, weil die sich so schnell bewegen, die blöden Granaten meistens einfach nur runterfallen. Aber ich glaube, dass man Haftgranaten und ähnliches später noch freischalten kann mit Erfahrungspunkten oder Geld, aber ehrlicherweise ist es mir zuwider, in das Spiel auch nur 1 Cent zu investieren. Was einem bisweilen ein paar Nachteile verschafft, weil wenn man voll aufgerüstete Echtgeldspieler vor der Nase hat, dann ist es teilweise schon echt frustrierend. Aber bis jetzt bewege ich mich auf Noobie-Servern. Da ist das doch relativ selten. Autsch. Ja. 10 Kills, 2 Assists ist ja ordentlich. Der Rest des Teams scheint noch ein bisschen müde zu sein. Obwohl, die Uhrzeit. Na, es ist 8 Uhr abends. Da werden die Leute wahrscheinlich dann doch wach sein. Ach, Mist.
weglaufen. Das ist was für kleine Kinder. Jetzt hier im Kopf. Hey, Mist. Zack, Treffer. Und tot. Ja, so schnell geht's. 18 Schuss habe ich noch. Lebensenergie ist voll. Kann weitergehen. Werde ich mal versuchen, ob ich vielleicht in dieser Partie mal ein bisschen Flankenträger spielen kann. Ich meine, die Partie ist jetzt auch schon wieder halb zu Ende. Aber das macht ja nichts. Ach, Mist, jetzt ist er weg. Der ist... Ne, er ist langsam. Dann geht's ja. Ja, sorry, wenn ich zwischendrin mal ein bisschen schweigsam werde, aber es ist wirklich, wirklich schwierig, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren, vor allen Dingen, wenn die eine so schnell ist. Dann. Na komm, Abgang und weg damit. Wieder zur Flagge. Da kommt sie und... Flagge ist gefallen, dann schnapp ich sie mir mal. Autsch. Ja, wenn man den Hals nicht voll kriegen kann, kriegt man die Quittung. So ein Scheiß hier. Aber es läuft ja trotzdem ganz gut. Schwere Klasse erkennt man ganz eindeutig daran, dass er nicht anständig hüpft. Zack, einer und zack, zwei, drei. Meine Güte, reicht's jetzt mal? Weg. Nein! Gerade wenn das Gegnerteam die Flagge hat, tut jeder Tod richtig fies weh. Weil man einfach gleich zwei Leben fürs Team versaut. Ah, jetzt haben wir die Flagge wieder. Zack. Und zack. Nein! Womit hat der mich denn... Ach, der hat eine Granate benutzt. Das ist doch nicht wahr. Zweimal von demselben Typen mit einer Granate abgeknallt. War doch dasselbe, oder nicht? Ah, der offene Artillerieschlag ist fertig. Orbital Strike ist ein bisschen schwer anzuwenden, weil man lange den Boden fixieren muss, aber ich versuche einfach mal mein Glück. Beep, mitten rein. Ein, zwei habe ich erwischt. Na, das ist doch mal was. Nicht die optimale Version, aber... Hab's auch oft genug, dass ich damit überhaupt niemanden erwische. Was bei der Menge von Punkten, die es kostet, echt mega ärgerlich ist. So, na komm. Jetzt hier auf den letzten 5 Minuten muss man da jetzt sich nicht noch zum Arsch machen. Ja, 4 Punkte noch. Das sind 2 Kills. Mal gucken, ob ich davon noch einen abkriege. Ja, jetzt kurz vorm Ende hauen sie wieder alle ihre Tactical Strikes raus. Würde ich auch. Leider habe ich keinen mehr. Ey! Könnte mal einer das Elend beenden. Nice, your team wins. Das ist doch mal eine erfolgreiche Geschichte heute. Es glänzt. Ja, anständige Anzahl Orden. 15 Kills, 2 Assists und 9 Tode. Ist jetzt keine Negativstatistik, aber geht auch schön. Sonst
Halten der Flagge, Psycake. Ja, das war... Na, und erster im Team. Da kann man doch mit leben. Schön. Ja, das war's dann schon wieder für diese Folge. In den nächsten Folgen bin ich hoffentlich etwas kommunikativer und vor allem spiele ich dann vielleicht auch mal was anderes. Das ist dann ein bisschen interessanter. Oh, jetzt geht gleich die nächste Runde los. Aber mir reicht's fürs Erste mit Team Deathmatch. Ich werde mich jetzt hier auch mal ausloggen. Ah, man kann Zuschauer machen, warum sollte man das? Egal. In den nächsten Folgen widme ich mich dann mal den anderen Spielmodi. Mal gucken, was es da so gab. Verfolgung jeder gegen jeden, das klingt lustig. Ich glaube, das zeige ich euch als nächstes. Da habe ich auch noch gar keine Erfahrung mit. Arena 5 gegen 5 klingt auch ganz spaßig. Capture and Hold ist ein Modus, den ich in ein paar Spielen schon mal gesehen habe. Aber bis jetzt fand ich das nie gut umgesetzt. Mal sehen. Capture the Flag Blitz. Flagge bewegt sich nach Ergreifung. Damit kann ich jetzt ehrlicherweise nicht allzu viel anfangen. Aber wir werden sehen. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Viel Spaß beim Zocken. Und vielleicht trifft man sich ja mal mit der einen oder anderen Granate. Bis demnächst.